Von wahrem Kaiserwetter sind die Teilnehmer des Pfettrachtaler Laufs begrüßt worden. Angenehme 20 Grad Celsius und blauer Himmel. Mehr konnten sich die rund 550 Sportbegeisterten wohl kaum wünschen. Am Morgen starteten bereits die Mountainbiker auf dem 20 bzw. 40 Kilometer langen Trail. Diese hatten jedoch trotz des Sonnenscheins einige Probleme mit der noch feuchten Strecke. Ja, die war durchaus sehr anspruchsvoll, die Strecke tief, nass und die Wurzeln recht rutschig, hat gleich einen Unterhaltungswert gehabt. Den Mountainbike Trail gab es in diesem Jahr zum 4. Mal. Insgesamt wurde der Laufwettbewerb aber schon zum 12. Mal ausgetragen und animiert jedes Jahr mehr Leute zum Mitlaufen. Der Grund eigentlich, warum dass wir den Lauf haben, ist überwiegend, dass wir eine schöne Veranstaltung im Pfettrach für unseren Sportverein durchführen. Wir haben in unserer ganzen Gegend so schöne Laufstrecken, auch jetzt für die Mountainbiker, und die wollen wir eigentlich für unsere Veranstaltung nutzen. Und das Event ist eigentlich rundherum im Umkreis bekannt. Der Pfettrachtaler Lauf ist ein Ereignis, das wohl eigentlich jeder Läufer oder Mountainbiker kennt. Und nicht nur die Organisatoren der Veranstaltung freuen sich jedes Jahr aufs Neue über die steigenden Teilnehmerzahlen. Auch der Bürgermeister von Altdorf, zu dem der Ortsteil Pfettrach gehört, ist stolz auf das, was der Sportverein jedes Jahr leistet. Der Pfettrachtaler Lauf ist mittlerweile eines der sportlichen Aushängeschilder in der Mautgemeinde Altdorf. Also das ist eine von den größten sportlichen Veranstaltungen. Trotz aller Begeisterung ist ihm dennoch bewusst, worin die Aufgaben des Schirmherrn eigentlich liegen. Nein, ich habe bis jetzt noch nicht mitgemacht, ich weiß aber nicht, müsste man trainieren, aber ich glaube, Schirmherr ist wichtiger, wenn man sich ums Wetter kümmert, aber das ist heute ja optimal, aber es ist mehr oder weniger, ich glaube, liegt nicht nur am Schirmherrn. Am Nachmittag war es dann auch für die Läufer soweit. Den Start machten die Bambinis im Alter von 11 Jahren oder jünger. Sie traten entweder über 400 oder 800 Meter gegeneinander an. Darauf folgten die Erwachsenenwettbewerbe. Hier starteten die Läufer im Bereich von 5,5 Kilometer bis hin zum Halbmarathon bzw. 9,5 Kilometer Walken. Das Teilnehmerfeld war dabei bunt gemischt. Sowohl Profis als auch Freizeitsportler wollten sich hier beweisen. Einer dieser Amateurläufer war zum Beispiel Thomas Wurschbauer, der sich für die 10 Kilometer eingetragen hatte. Aber auch als Amateur musste man sich durchaus für eine vermeintliche kurze Strecke ordentlich vorbereiten. Vorbereitet haben wir uns insofern, dass wir einmal in der Woche laufen gegangen sind. Meistens 10 Kilometer, manchmal ein bisschen weniger. Aber wir trainieren auf dem Halbmarathon und da ist das jetzt einmal ein guter Einstieg, dass wir nächstes Jahr dann einen Halbmarathon laufen. Am Start läuft bei ihm alles noch ganz locker. Ein paar Dehnübungen und dann geht es auch schon los. Nach der ersten Runde im Stadion ist er noch optimistisch. Doch ab Runde 2 heißt es, ab auf die anspruchsvolle Strecke. Dabei bemerkten auch wir schon bei ihm die körperliche Anstrengung. Und nach weiteren 5 Kilometer über die hügelige Landschaft ist es dann endlich geschafft. Doch wurde das selbstgesetzte Ziel von unter einer Stunde erreicht? Bin sehr zufrieden, ich glaube, ich habe 57 Minuten ungefähr gebraucht, mein Ziel erreicht. Und nach den körperlichen Strapazen musste dann erst einmal der Vitaminhaushalt mit einem isotonischen Getränk wieder hergestellt werden. Martin Stieb. Jetzt geht's mir wieder gut. Danke. So fand der Tag für alle Teilnehmer ein versöhnliches Ende. Jeder konnte stolz auf seine Leistung sein. Und bis zum nächsten Pfettrachtaler Lauf am 18. Oktober 2014 bleibt noch genügend Zeit, sich zu erholen und natürlich wieder entsprechend vorzubereiten.